Dieser Zweisitzer ist Kult. Der Ford Thunderbird von 1955 gilt neben der Corvette als einziger echter US-Sportwagen. Manuela Feicht ist fasziniert von Automobilen und amerikanischen Klassikern, wie ihrem 55er Thunderbird. Neben der einzigartigen Optik begeistert sie sich auch für die Leistungsdaten des Cabrios. Der Thunderbird der ersten Generation leistet knapp 200 PS und das zu einer Zeit, als ein zeitgenössischer Porsche von gerade mal 70 Pferdestärken angetrieben wurde. Was mich extrem begeistert, sind halt amerikanische Autos, gerade die aus den 50er Jahren, V8-Motoren, große Hubräume, viel PS, richtige Kraft dahinter, das ist das, was mir gefällt. Schönes Blubbern, Brappeln, das hat was. Die Leidenschaft kommt nicht von ungefähr. Manuela ist Tochter eines Autohausbesitzers. Sie wächst auf zwischen Blech und Öl und entdeckt früh ihre Leidenschaft für Fahrzeuge. Ich war als kleines Kind schon immer zum Spielen bei den Mechanikern, immer mit den Autos, in den Autos. Sobald ich mit dem Fuß aufs Gaspedal kam, von der Größe her, hat mir mein Vater das Fahren beigebracht, im Gelände natürlich. Und so ist mir das praktisch in die Wiege gelegt worden. Also ich habe mehr oder weniger Benzin im Blut. Von Anfang an ist der zweisitzige Roadster aus Dearborn das US-Kultauto. Schon Marilyn Monroe lässt sich bei ihrer Hochzeitsreise im Thunderbird durch die Staaten kutschieren. Gerade der erste Jahrgang von 1955 ist wegen seiner puristischen Form begehrt. Ab Modelljahrgang 58 mutiert der T-Bird zum Viersitzer und wird dadurch leider zu einem beliebigen Straßenkreuzer. Der im Originalfarbton Goldenrod Yellow lackierte Donnervogel wirkt aber nicht rotzig. Der damals als Konkurrenz zur Chevrolet Corvette produzierte Wagen kommt gut an. Die Leute klatschen, winken. Es ist sowieso so, mit dem Oldtimer grundsätzlich sind die Leute immer gut drauf. Und wenn man dann nur so einen gelben hat, so einen sonnigen mit viel Chrom dran, dann hat das schon was. Dann kommt der Sound noch dazu. Also ich habe eigentlich noch nie mit dem Thunderbird noch nie negative Erfahrungen gemacht. Der 55er T-Bird ist für viele Amerikaner der Inbegriff des erschwinglichen Sportwagens. Kenner bezeichnen ihn heute als Early Bird und gleichzeitig als schönsten der gesamten Produktion, die 11 Generationen umfasst. Zudem begeistert der Donnervogel für einen amerikanischen Straßenkreuzer mit bescheidenen Ausmaßen. Der Roadster passt in jede europäische Normgarage. Schon vor über 30 Jahren wird die Sammlerszene auf den Thunderbird aufmerksam. Teileversorgung ist durchgehend gewährleistet. Wäre nicht der völlig unzeitgemäße Verbrauch von etwa 20 Litern auf 100 Kilometer, könnte der Roadster durchaus als problemloses Alltagsauto durchgehen. Die Technik ist zuverlässig und simpel. Auch Manuela Feicht hat an ihren Donnervogel schon Hand angelegt. Ich habe sogar den Thunderbird selber schon mal repariert. Ich habe den Motor fotografiert, das Foto in groß ausgedruckt. Dann lief was nicht mehr, bin ich mit dem Foto zum Motor hin, habe verglichen und habe dann gesehen, was anders ist. Und habe das dann selber wieder repariert. Der Thunderbird trägt einen V8 unter seinem Federkleid. Die Konkurrenz, wie der Jaguar XK140, hatte nur 6 Zylinder. Aus 4,8 Litern Hubraum liefert das Triebwerk rund 200 PS an die Ford-O-Matic, genannte Dreigangautomatik. Auch wenn die Daten heute keinen mehr sonderlich beeindrucken, der Sound schafft es locker. Die erste Generation des T-Bird ist längst eine Ikone unter den Oldtimern. Robuste Technik, aber rostanfällig. Und nicht alle wurden im Sunshine State der USA in Kalifornien zugelassen. Im durchschnittlich guten Zustand ist der Early Bird ab 45.000 Euro zu haben.